So, ich grüße euch. Heute erzähle ich, wie versprochen, ein ganz bisschen was über Bergbau. Ich habe da noch ein paar Infos nachzuliefern. Ansonsten geht es um eine Langzeitstudie zum Thema Erosion, Ameisen und nicht auszuhaltende Schönheit. So, ich habe euch ja vor kurzem erzählt, dass es in Deutschland jetzt keine aktiven Steinkohlebergwerke mehr gibt. Und wollte ich jetzt verraten, wo Deutschland stattdessen seine Steinkohle herbekommt, nämlich von hier. Das ist der Tagebau El Cerrejón im Norden von Kolumbien. Wo haben wir es denn? Dass ich euch hier mal. Hier seht ihr Südamerika hinter mir. Und El Cerrejón ist die größte Mine Südamerikas und zwar 69.000 Hektar groß. Das sind 690.000 Quadratkilometer. Man spricht in Bezug auf El Cerrejón von Blutkohle und da packe ich euch mal einen Link unten rein. Es ist nämlich so, dass auf dem Gebiet auch mal 60.000 Menschen gewohnt haben und El Cerrejón wird immer weiter vergrößert. Mit ziemlichen Folgen für die Bevölkerung. Da wird unglaublich viel Staub aufgewühlt und Land weggenommen und so weiter. Also von da kriegt Deutschland Steinkohle und was wird damit gemacht? Energie. So. Was auch noch aussteht, sind so ein paar Infos zu den Ameisen. Nämlich das letzte Video hieß ja unter anderem Fremde Wegameise. Und deswegen wollte ich euch auch ein bisschen was darüber erzählen. Die fremde Wegameise heißt auf Lateinisch Lasius alienus und ist ungefähr 2 bis 4 mm lang. Jetzt zeige ich euch die mal, die fremde Wegameise. Hier so ein schönes Bild. Das hier ist Lasius alienus. Ihr könnt da sehen, die hat so silbrige Haare, deswegen glänzt. Also es sieht so ein bisschen aus wie Glanz, aber wie gesagt, das sind so glatte, silbrige Haare. Und die fremde Wegameise, die ernährt sich von Insekten und Honigtau, von Blatt, Schild und Wurzelläusen. Es ist so, dass viele Ameisen sich von Honigtau ernähren. Und die passen auch zum Teil ziemlich gut auf ihre Blattläuse auf und bauen den Regenschirm, Schirme aus kleinen Blättern und halten die quasi so wie unser eins Rinder. Und das sehen hier oben. Ja, auf jeden Fall ist da die Ameise und unten sind die Läuse. Und die Ameisen melken auch die Blattläuse und trommeln dann so hinten auf dem Hinterleib von der Blattlaus herum. Genau. Auf der Erde gibt es 100 Billiarden Ameisen im Vergleich zu 7,6 Milliarden Menschen. Also, und die Ameisen bilden auch 45% der Biomasse überhaupt an Insekten auf der Erde. Also es gibt ungefähr 10.000, nee, warte mal, 1 Milliarde Tonnen Insekten auf der Erde. Genau. Die fremde Wegameise wird oft verwechselt mit der vergessenen Wegameise, das ist Lasius neglectus, und die ist so spannend, weil die Superkolonien bildet. Also riesige Ameisenkolonien, die sich dann aufteilen mit einer Vielzahl von Königinnen und die bekämpfen sich gegenseitig. Also es sind Lasius neglectus Kolonien gefunden worden mit über 100 Millionen Arbeiterinnen und
über 300.000 Königinnen. Also ihr könnt euch das vorstellen. Riesig. Genau. Genau, ich habe ja schon darauf hingewiesen, ich habe noch eine Langzeitstudie gefunden von einem Experten für Erosion. Das ist ein Professor aus Arizona. Der hat festgestellt, dass Ameisen die Verwitterung von Gestein beschleunigen. Und die tragen das quasi ab, das Gestein. Und mit dem CO2 in der Luft bilden die Kalk in ihren Nestern und sorgen dafür, für eine Bindung von CO2 aus der Luft. Das passiert allerdings sehr, sehr langsam. Ja. Naja, nochmal zurück zu El Cerrejón. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn euch die Trauer überkommt. Auf jeden Fall habe ich einen Artikel gelesen, also ein Interview mit einem Menschen namens Mark Coleman, und der bietet so Wildnis-Retreats an. Das heißt, man ist draußen in der wilden Natur und man nimmt die wahr und verbringt da Zeit. Also es ist auch so ein Achtsamkeitstraining, und er hat halt festgestellt, dass oft Menschen in seiner Gruppe sind, die die Schönheit gar nicht aushalten können. Denn in den Momenten, wo man die Schönheit der Natur zulässt, meint er, kommt auch gleichzeitig die Trauer hinzu, nämlich darüber, was mit unserem Planeten passiert. Und er sagt aber, das ist total wichtig, denn wenn er sich achtsam darauf einlässt, dann fühlt er einfach mehr. Er fühlt alles. Er fühlt Horror, Schönheit, Liebe, Leidenschaft, Verlust und Tragödie. Und er sagt, dass wir nur so eine echte Beziehung aufbauen können, indem wir quasi alles aushalten. Also ich bin noch ganz weit davon weg. Also wenn es richtig schön wird, bin ich die Erste, die heult und wegläuft. Naja. Ich habe dann noch einen Artikel gelesen von einer Philosophin namens Joanna Macy, und die sagt, dass dieser Schmerz total wichtig ist, den wir verspüren, auch in Anbetracht von Riesen, Steinkohletagebauen. El Cerrejón ist übrigens irgendwie, warte mal, 600.000? Ich glaube, also richtig, richtig viel, 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 viel mehr groß. Viel, 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 viel größer als, als der Hambacher Tagebau. Ich habe jetzt gerade die Verhältnisse vergessen, sorry. Naja, auf jeden Fall sagt Joanna Macy, dieser Schmerz ist mega wichtig, denn er ist ein Warnsignal und ein Auslöser für Maßnahmen, um zu heilen. Also nehmen Sie den Schmerz an. So viel für heute.